Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Dark Souls 3 mit Paxis. Wir versuchen heute erneut den Boss und dieses Mal mit der Großmachete. Also es kann sein, dass ich dann jetzt nach dem Kampf wieder auf die Axt wechsle. Ich will nur mal kurz gucken, wie sich die Großmachete in dem Kampf macht. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr so viel, also jetzt habe ich nicht mehr so Angst, dass wir hier irgendwie unsere Überreste verlieren, weil da haben wir einfach jetzt nicht mehr so viel. 9000 Seelen ist okay, wenn wir die verlieren. Oh nein, nicht der Angriff. Okay, ich habe mich ja richtig schön beschissen angestellt. Das hat gar nicht funktioniert. Na gut. Lag jetzt wahrscheinlich weniger an der Großmachete, würde ich sagen. Sondern einfach an meinem taktischen Kampf. Ich muss halt zugeben, es ist halt sehr, sehr schwierig bei dem... Also es sieht wahrscheinlich ein bisschen tollpatschig aus, wie ich gegen den Boss kämpfe im Vergleich zu den Bossfights, die ich vielleicht sonst so gemacht habe. Das liegt daran, dass es sehr, sehr schwer ist, eine Mischung zu finden aus Schaden zu umgehen, den man treffen kann, den man bekommen kann. Schaden zu umgehen, den man bekommen kann und Schaden austeilen. Das ist einfach, finde ich, sehr schwer bei dem Gegner. Im Vergleich zu anderen Bossfights. Hallo. Deckung runter, Deckung runter. Beweis der Eintracht, das findet man bei denen auch. Okay. Scheint aber eine sehr geringe Droprate zu haben. Das ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass ich das... Das von denen bekommen habe. Was war denn das für ein langer Angriff? Das heißt, glaube ich, das müsste das erste Mal gewesen sein, als ich... Dürfte das nicht nochmal gefunden haben. Gut, probieren wir es nochmal. Wenn es jetzt wieder so schlecht aussieht, werde ich wahrscheinlich direkt zur Axt wechseln. Die macht eh mehr Schaden und da habe ich mich eigentlich ganz gut angestellt gehabt. Ich meine, wir haben auch immer noch die Option, Glut zu nehmen und einfach einen Helfer zu nehmen. Dann wäre der Kampf halt super einfach, das ist klar. Überreste. Versuche sie natürlich trotzdem immer zu holen. Ich meine, Seelen sind Seelen. Ach nein, das ist wirklich der blödeste Angriff von dem. Auf jeden Fall hier in dem Kampf stört, ist, dass ich weniger angreifen kann. Also, dass es mehr Ausdauer frisst. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil, das merke ich. Von daher werde ich dann wahrscheinlich doch zur Axt wieder wechseln. Ah, der macht den Angriff gar nicht gemerkt. Ja, ich glaube, das ist echt ein ganz schöner Nachteil, dass es so viel Ausdauer frisst. Es ärgert mich auch ein bisschen, dass ich darauf nicht geachtet habe, als ich mir überlegt habe, ob ich auf die Waffe skill. Weil logischerweise wird es immer ein Nachteil sein. Hätte ich die Level... Ich glaube, es wäre wirklich besser gewesen, wenn ich... Ich glaube, es wäre wirklich besser gewesen, wenn ich die ganzen Level einfach in... meine Gesundheit gepackt hätte und nicht auf die Waffe geskillt hätte, aber das war mein Fehler. Ich habe nicht darauf geachtet, dass sie so viel Ausdauer frisst.
Wenn ich eine weitere Titanitschuppe bekomme, werde ich natürlich trotzdem auf die Waffe erstmal gehen. Weil dann macht sie auch mehr Schaden, dann ist es schon wieder was anderes. Och Mann! Also jetzt läuft ja gar nicht. Weg, 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 weg. Ach nein, ach nein. Nein! Oh, fuck! Ja, ich wusste, dass der Angriff dumm ist. Oh, Mist. Ja, ich gehe wieder auf Axt. Das bringt gar nichts. Es frisst zu viel Ausdauer. Mist. Oh, warum habe ich denn darauf nicht geachtet? So ein dummer Fehler aber auch. Hätten wir jetzt... Ich weiß gar nicht, wie Level haben wir... Ich glaube, 6 Level haben wir in Stärke gepumpt. Wenn wir die 6 Level in Energie gepumpt hätten, wäre der Kampf natürlich leichter mit der Axt. Verdammt. Wobei die Axt es auch mehr Schaden macht, wenn wir mehr Stärke besitzen, ist auch klar. Ach, das ist schon bitter. Mist, Mist, Mist. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich irgendwie... Also ich gehe hier hin, damit die mich nicht angreifen können. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich irgendwie eine andere Ausrüstung auswählen möchte. Also Magie. Magie und Abwehr ist hier am besten. Magie und Abwehr ist hier am besten. Ach, so schwer. Da kommen wir direkt auf 72,4. Aber vielleicht macht trotzdem Sinn, da reinzugehen. Und was anderes, leichteres dafür anzuziehen. 13,6 Magie. 12,1. Wie schwer ist die? 10,9. 10,5. Die Blechrichtung ist sogar leichter. Gut, dann versuche ich mal... Notlandhelm. Ach, 70,8, das ist ärgerlich. Hm. Wie viel wiegt sie denn? 5,9. Stulpen vielleicht. 4,8 ist auch ziemlich schwer. Die Stulpen sind eigentlich am unwichtigsten. Guck mal, wenn wir das hier nehmen, würde das schon reichen. Ich glaube, es macht sogar Sinn. Damit steigen wir nämlich auch wieder die Magieabwehr. Ja. Versuchen wir es mal so. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Es passt vielleicht der Helm und so nicht so richtig dazu, aber die Rüstung an sich finde ich ganz geil. Ach, bitter. Bitter, 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 bitter. Ich meine, macht ja irgendwo Sinn. Die Waffe ist schwerer, die Waffe ist größer, die Waffe ist länger. Also warum sollte sie dann nicht mehr Ausdauer brauchen, wenn man... Was mache ich denn? Was mache ich denn?
Also warum sollte sie nicht mehr Ausdauer verbrauchen, wenn man mit ihr angreift? Das macht schon Sinn. Okay, damit sind unsere Seelen weg. Aber keine Ahnung, waren 10.000 Seelen oder so. Ist nicht, also das ist nicht wichtig, das ist nicht schlimm. Und dann renne ich jetzt auch durch. Dann habe ich jetzt keinen Bock mehr gegen die zu kämpfen, wenn ich sowieso nicht meine Seelen wiederholen kann. Oh, eine Moosfrucht haben wir noch gar nicht gefunden gehabt. Fällt mir ein, ich könnte natürlich auch im Kampf dann schnell mal die blühende grüne Blüte nehmen. Was haben wir denn eigentlich noch so? Ja, die Seelen sind egal, weil da ist eh gar nichts drin. Was haben wir denn noch so Tolles? Göttlicher Segen ist eigentlich egal. Die grüne Blüte, stärkt vorübergehend die Magieschadensminderung. Ist halt alles ganz cool, aber ich habe gar nicht die Zeit, das zu nehmen, glaube ich. Ich glaube, der Rest ist ziemlich bums, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob er gegen irgendwas besonders anfällig ist. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal nur die Ausdauer. Mache ich aber erst, wenn ich durch die Wand durchgelaufen bin. Ich glaube, da hat man genug Zeit. Ich glaube, die rennen mir schon nicht mehr hinterher. Perfekt. Oh, verdammt. Nein. Oh. Nein! Wenigstens lässt er mich heilen. Das lief doch gut. Okay, das lief auch wieder gut. Keine Pfeile, keine Pfeile, keine Pfeile. Er macht natürlich Pfeile. Au, au, au! Nein! Och, wie soll ich denn so an den ran? Fuck! Oh, so ein Kack! Oh, ich werde jetzt diese Folge noch durchziehen und in der nächsten Folge hole ich mir einen Freund. Ich weiß, ich könnte es auch alleine schaffen, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Oh, das Problem ist einfach, in Dark Souls 1 habe ich nicht gerafft, wie man sich einen Verbündeten holen kann. Das heißt, in Dark Souls 1 habe ich, glaube ich, außer ein einziges Mal, wo ich aus Versehen einen Verbündeten hatte oder sowas, habe ich mir halt nie Verbündete geholt. Ich glaube, einmal habe ich einen Verbündeten geholt, weil da irgendwie so ein Zeichen auf dem Boden war. Ich habe aber das Prinzip nicht verstanden und ich wusste halt einfach damals noch nicht, warum die da sind. Man musste halt, wie jetzt halt, musste man, also jetzt ist es Glut, dann muss man entfacht sein, um im Endeffekt einen Freund zu holen. Ach, ich könnte ja eigentlich mal Glut nutzen, haben wir mehr Energie, vielleicht wird es leichter dann. Genau.
Man braucht halt jetzt Glut, um einen Freund zu holen, muss also entfacht sein. Und bei Dark Souls 1, da war der Unterschied zwischen Hülle und auch irgendwas anderem. Und dann konnte man genauso einen Freund holen, logischerweise. Das wusste ich aber damals nicht. Das habe ich nicht verstanden gehabt, wie das funktioniert. Also, das hat mir halt keiner gesagt. Das Spiel erklärt es ja nicht. Und dann habe ich halt durch Zufall einmal die Möglichkeit gehabt, jemanden zu holen, wie jetzt hier. Da habe ich dieses Zeichen gesehen und habe das halt benutzt. Und dann kam der halt, der Typ, und hat mir geholfen. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Bossfight das war. Und ich glaube, abgesehen von einem einzigen Mal habe ich nie irgendwie Verstärkung geholt, weil ich einfach in dem kompletten Spiel über nicht wusste, wie das funktioniert. Und ich auch gar nicht damit halt drüber nachgedacht habe. Ich habe mal drüber nachgedacht, ja, du könntest jetzt Hilfe holen, dann wird der Kampf leichter. Nee, war halt egal. So, bei Dark Souls 2 habe ich es dann rausgefunden, oder mir hat es jemand geschrieben gehabt in den Kommentaren, keine Ahnung. Und dadurch habe ich natürlich im Hinterkopf, hey, du könntest dir ja eigentlich Hilfe holen, dann wird es leichter. Und das ist natürlich blöd. Weil. Konzentrieren. Ja, und direkt sterben. Schöne verschwendete Glut, hat sich richtig gelohnt, toller Kampf. Ja, aber genau das meine ich halt. Ich weiß halt jetzt immer, hey, du bräuchtest bloß Glut nehmen, könntest dir Hilfe holen und der Kampf wäre super easy. Und das bringt halt, das ist halt blöd, weil dadurch wird natürlich dann das Spiel leichter, wenn ich mir einen Boss irgendwie Hilfe hole, aber ist mir irgendwie scheißegal. Ich habe halt dann einfach keine Lust mehr, den Boss zu probieren und dann hole ich mir einfach Hilfe und deswegen hole ich mich einfach Hilfe und. Hallo? Hallo? Ach, da fällt mir gerade ein. Ich wollte es ja erst in der nächsten Folge machen. Ach, verdammt. Ja, gut. Dann letzter Versuch nochmal mit Clue, weil das hat ja gerade eh nicht funktioniert. So, und jetzt bitte nicht wieder von irgendeinem scheiß Feuerball getroffen werden. Und jetzt konzentrieren, komm on, das schaffen wir. Seh nix. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg!
ein Schlag! Noch ein Schlag, come on! Ja! Ja! Verdammt nochmal, ja! Verdammt! Ja! Was passiert denn jetzt? Jetzt wird's interessant. Fürstenasche, Seele von Aldrich. Ah, boom. Wo bin ich? Aha. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Raum. Ach, ist das die Kathedrale? Ganz am Anfang, wo ich mich gewundert habe, warum so viele Blutflecken waren, wo die gesagt haben, hey, hier, Gegner, Vorsicht. Und diese Leiter dahinter, ja, das ist der Raum, krass. Okay, wir lesen uns jetzt trotzdem, bevor die Folge ist eigentlich vorbei, aber wir lesen uns erstmal die Asche durch und die Seele. Und krass, wir haben es wirklich geschafft mit der, ach, geil. Ja, dann, ich habe ja, also da war echt viel Varianz drin in dem Kampf. Diesmal war es echt gar nicht mal so schwer. Wir haben selbst in der zweiten Phase dann, die ja eigentlich schwieriger war, haben wir einige Durchgänge geschafft, bevor er wieder in seinem Boden verschwunden ist, wo wir keinen Schaden genommen haben. Sehr geil. So, die Fürstenasche ist, glaube ich, gar nicht hier. Hier ist aber die Seele. Hier. Seele von Aldrich. Benutzen, um viele Seelen zu erhalten, wandeln, um ihre wahre Kraft zu extrahieren. Als Aldrich über das Schwinden des Feuers sinnierte, weckte diese Vision über ein Zeitalter der Tiefsee. Was? Weckte dies Visionen über ein Zeitalter der Tiefsee. Er wusste, dass ein schwieriger Weg vor ihm lag, doch er hatte keine Furcht, denn er würde die Götter persönlich verschlingen. Okay. Fürstenasche. Fürstenasche zurückgelassen von den Wächtern des Abgrunds. Riese von Aldrich, dem Götterfresser. So sah er mal aus, oder was? Wenn die Fürsten sich weigern zu ihren Thronen, bla bla bla, Aldrich wurde zum Fürsten, indem er Menschen verschlang. Der erklommene Platz auf dem Thron war für ihn jedoch eine Enttäuschung, weshalb er sich den Verschlingen von Göttern zuwandte. Okay. Ja, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn das keine coole Folge war mit einem super geilen Finale, mit einem schönen Abschluss, dann weiß ich auch nicht. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke, kein Video verpassen, abonnieren und so weiter und so fort. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.